Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Europäische Gerichtshof hat gestern ein wegweisendes Urteil über die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gefällt. Er hat die EU-Vorgaben zur verdachtslosen Sammlung von Informationen über jedes Telefonat, über jede SMS, jede E-Mail, jede Internetverbindung in Europa für unvereinbar mit unseren Grundrechten und für insgesamt ungültig erklärt. Damit war der gestrige Tag eine Stern- und Feierstunde, nicht nur für uns Piraten und viele Bürgerrechtler, die seit Jahren gegen diese Vorratsdatenspeicherung kämpfen, sondern auch für diesen Landtag, der sich ganz klar dagegen ausgesprochen hat und vor allem für die Menschen in unserem Land. Der Gerichtshof hat uns ins Stammbuch geschrieben, die Vorratsdatenspeicherung erzeugt bei den Betroffenen das Gefühl, dass ihr Privatleben Gegenstand einer ständigen Überwachung ist. Eine Vorratsdatenspeicherung greife in die Grundrechte praktisch der gesamten europäischen Bevölkerung ein. Erfasst würden sämtliche Personen, elektronische Kommunikationsmittel und Verkehrsdaten, selbst dann, wenn keinerlei Anhaltspunkt dafür besteht, dass ihr Verhalten in einem auch nur entfernten Zusammenhang mit schweren Straftaten stehen könnte. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist eine klare Absage an Massenüberwachung à la NSA. Der Europäische Gerichtshof hat aus Edward Snowden und seinen Enthüllungen gelernt und das ist gut so. Der Gerichtshof kritisiert, die Vorratsdatenspeicherung sei nicht beschränkt auf die Daten eines bestimmten Zeitraumes oder eines bestimmten Personenkreises, der in irgendeiner Weise in eine schwere Straftat verwickelt sein könnte. Und wenn diese Worte, dieses Urteil von Innenminister Breitner mit den Worten kommentiert wird, der Weg für eine Vorratsdatenspeicherung bleibe grundsätzlich frei, dann hat er sich komplett von der Lebenswirklichkeit und den politischen Zielen dieser Landesregierung abgekoppelt. Herr Innenminister, wenn sich der von Ihnen unterzeichnete Koalitionsvertrag gegen jede Form der Vorratsdatenspeicherung ausspricht, wenn der Landtag Sie mit verfassungsändernder Mehrheit ablehnt, wenn 2/3 der Bevölkerung Sie nicht wollen, wenn das Bundesverfassungsgericht das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung kippt, wenn der Europäische Gerichtshof die EU-Richtlinie kippt, was braucht es noch, um auch Sie zur Einsicht zu bewegen? Warten Sie noch darauf, dass auch der Seegerichtshof in Hamburg so entscheidet oder das Amtsgericht Rendsburg vielleicht? Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Innenminister ist offensichtlich ein aussichtsloser Fall. Da hilft nur eins. Herr Ministerpräsident, machen Sie die Verhinderung der Vorratsdatenspeicherung zur Chefsache. Entziehen Sie Ihrem Innenminister die Zuständigkeit dafür und nehmen Sie selbst das Ruder in die Hand. Jetzt, wo die Grundlage für den Koalitionsvertrag auf Bundesebene entfallen ist, weil darin eben steht, man will eine Richtlinie umsetzen, die es nicht mehr gibt. Jetzt, wo in der SPD ganz neu über die Frage diskutiert wird, brauchen wir eine solche Vorratsdatenspeicherung. Jetzt stehen Sie in der Verantwortung, Herr Ministerpräsident, Ihrem Auftrag aus dem schleswig-holsteinischen Koalitionsvertrag und aus diesem Haus nachzukommen, sich im Bund gegen jede Form der Vorratsdatenspeicherung einzusetzen. Fordern Sie noch heute in diesem Haus die Bundesregierung und ihre Parteifreunde in Berlin auf, sich endgültig von allen Überlegungen einer wahllosen Informationssammlung der gesamten Bevölkerung zu verabschieden, Herr Ministerpräsident. Dieser Landtag, vor allem aber die vielen Menschen in Schleswig-Holstein, erwarten von Ihnen, dass Sie sich jetzt ernsthaft und leidenschaftlich gegen eine Totalprotokollierung unserer Telekommunikation einsetzen. Ich warte einen Moment, bis der Ministerpräsident mir etwas Gehör schenkt. Dankeschön. Dieser Landtag, aber vor allem die Menschen in Schleswig-Holstein, erwarten von Ihnen, Herr Ministerpräsident, dass Sie sich jetzt ernsthaft gegen eine Totalprotokollierung unserer Telekommunikation einsetzen, und zwar aus eigener Überzeugung, wie Sie es in Ihrer Antrittsrede hier getan haben, eben weil es der Wille und das Interesse
unseres Landes und seiner Bürger ist. Wir wollen keine Vorratsdatenspeicherung. Lassen Sie sie uns gemeinsam stoppen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.